Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer und liebe Mitchristen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Gottesdienst und freue mich sehr, dass Sie auch gerne mitfeiern. Meister, wo wohnst du? So fragen die Jünger im heutigen Evangelium Jesus. Die beiden Jünger sind offen und auf der Suche. Sie verspüren eine Sehnsucht nach Verstandensein und Geborgenheit. Sie suchen jemanden, der ihnen für ihr Leben Orientierung gibt. Und Jesus lädt sie freundlich ein und sagt, kommt und seht. Liebe Mitchristen, den entscheidenden Schritt aber müssen die Jünger dazu selbst tun, ihm folgen, sich auf ihn einlassen. Christus ruft auch uns heute zu, kommt und seht. Ihn bitten wir um sein Erbarmen. Herr Jesus Christus, manchmal wäre es nötig, nicht nur mit den Ohren, sondern auch mit dem Herzen zu hören. Herr, erbarme dich. Manchmal wäre es nötig, auf einmal weg zu hören, um sich nicht an der Gerüchte Küche über Menschen zu beteiligen. Christus, erbarme dich. Öfters wäre es nötig, länger und genauer hinzuhören, mehr hinter die Worte zu hören, bevor wir antworten. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme dich uns, erlasse uns die Sünden nach, und führe uns im ewigen Leben. Amen. Thank you.
Lassitus Bait. Al Mestiger Eviger Pot. Du gebetest über Himmel und Erde. Du hast Macht über die Herzen der Menschen. Darum kommen wir voll Vertrauen zu dir. Stärke alle, die sich um die Gerechtigkeit mühen. Und schenke unserer Zeit deinen Frieden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in aller Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem ersten Buch Samuel. In jenen Tagen schlief der junge Samuel im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Da rief der Herr den Samuel, und Samuel antwortete: Hier bin ich. Dann lief er zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte: Ich habe dich nicht gerufen, geh wieder schlafen. Da ging er und legte sich wieder schlafen. Der Herr rief noch einmal: Samuel. Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte: Ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn. Geh wieder schlafen. Samuel kannte den Herrn noch nicht, und das Wort des Herrn war ihm doch noch nicht offenbart worden. Da rief der Herr den Samuel wieder, zum dritten Mal. Er stand auf und ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben gerufen hatte. Eli sagte zu Samuel: Geh, leg dich schlafen. Wenn er dich ruft, dann antworte: Rede, Herr, denn dein Diener hört. Samuel ging und legte sich an seinem Platz nieder. Da kam der Herr, trat heran und rief wie die vorigen Male: Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete: Rede, denn dein Diener hört. Samuel wuchs heran, und der Herr war mit ihm, und ließ keines von all seinen Worten zu Boden fallen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit stand Johannes am Jordan, wo er taufte. Und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte: Seht das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, sagte er zu ihnen: Was sucht ihr? Sie sagten zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du?
Er sagte zu ihnen, kommt und seht. Da kamen sie mit und sahen, wo er wohnte, und blieben jeden Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas und der Bruder des Simon Petrus war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt, Christus der Gesalbte. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Das bedeutet Petrus Fels. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Mitchristen, man braucht immer wieder guten Rat oder Weisung, um den richtigen Weg zu gehen. Man braucht immer wieder die Menschen, die den Weg zeigen und belehren. Das erfahren wir durch die heutigen Lesungen. Gott ruft Samuel dreimal, Samuel aber weiß nicht, wer ihn ruft. Deswegen geht er dreimal zu Eli, seinem Meister. Eli sagte, ich bin nicht der von dir etwas will, sondern Gott. Eli weist Samuel auf Gott hin. Im Evangelium stehen zwei Jünger bei Johannes. Er weist diese beiden darauf hin, Jesus zu folgen. Die Jünger kennen Jesus nicht, aber sie folgen dem Rat des Johannes. Auch wir brauchen immer wieder die Menschen, die uns Weisung geben, die uns sagen, was wichtig und richtig ist und was nicht. Wer sind diese Menschen für uns? Zu allen Zeiten sind es zunächst die Eltern, die den Kindern den Weg zum Glauben zeigen, und die Lehrer und gute Freunde, die ein Stück unseres Weges mitgehen und weiterweisen. Ich bin sicher, die meisten von euch sind auf ähnliche Weise zum Glauben gekommen. Etliche von uns haben sich wahrscheinlich hier und da geweigert, die Gottesdienste weiterhin zu besuchen. Aber weil die Eltern letztendlich ihren Glauben überzeugend gelebt haben, seid ihr bei der Stange geblieben, treu geblieben. Liebe Mitchristen, niemand entwickelt sich ohne die Anleitung und Belehrung von anderen Menschen, die seine Anlagen fördern. Wir sollen immer dankbar sein für solche Menschen und für ihre Weisung. Und gleichzeitig sind auch jeder einzelne von uns berufen, für andere richtungsweisend zu sein durch sein überzeugendes Leben aus dem Glauben. Darum wollen wir heute beten. Amen. Wir stehen auf und bitten unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels.
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Jesus Christus, das Lamm Gottes, ist unsere Hoffnung und unsere Freude, unsere Stärke und unser Licht. Ihn bitten wir. Für die Seelsorgerinnen und Seelsorger, die suchende und fragende Menschen mit dir zusammenbringen. Christus, Lamm Gottes, höre uns. Wir beten für die Christinnen und Christen, die sich in der Kirche nicht mehr beheimatet fühlen, weil sie ihnen zu modern geworden oder zu altmodisch geblieben ist. Christus, Lamm Gottes, höre uns. Wir beten für die Menschen, die ihre Wohnungen verlassen mussten, weil Krieg, Hunger oder Naturkatastrophen sie aus den Häusern vertrieben haben. Christus, Lamm Gottes, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die standhaft wie ein Fels Widerstand leisten, wo die Freiheit, die Gerechtigkeit oder die Menschenwürde bedroht wird. Christus, Lamm Gottes, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die Mitläufer, für die Wegläufer und für die Überläufer, die hoffen, dass sie auf dem eingeschlagenen Weg glücklich werden. Christus, Lamm Gottes, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für unsere Verstorbenen, die das Leben mit uns geteilt haben, für die Toten der Corona-Krise und für alle, an die niemand mehr denkt. Christus, Lamm Gottes, wir bitten dich, erhöre uns. Gott, Vater im Himmel, durch deinen Sohn Jesus Christus rufst du uns hinein ins Leben. Dafür danken wir dir und loben dir. Loben wir dich heute und morgen und in Ewigkeit. Amen. Thank you.
allmächtiger Gott, gib, dass wir das Geheimnis des Altars ehrfurchtig feiern, denn so oft wir die Gedächtnisfeier dieses Opfers begehen, vollzieht sich an uns das Werk der Erlösung. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebe die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unseren Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn aus Erbarmen mit uns sündigen Menschen ist er Mensch geworden aus Maria, der Jungfrau. Durch sein Leiden am Kreuz hat er uns vom ewigen Tod befreit und durch seine Auferstehung uns das unvergängliche Leben erworben. Darum preisen wir dich, deine Erlösten, und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende dein Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der ja für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich,
Schenke uns an deinem Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Karl Heinz und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Schwestern Brüder, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade auf dieser Welt geschrieben sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei der Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als Christus geboren wurde, verkündeten die Engel den Frieden auf Erden. Deshalb bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn soll er Zeit mit euch. Thank you.
Said the slum goddess, the silver image is Sundar Devdas. Have finished beauty, the still I engage in the mind dark. Our Shishnua I work, so yet one is saying it is so. The light is thee. Amen. Barhitsigarkot, du hast uns alle mit dem einen Brot des Himmels gestärkt. Erfülle uns mit dem Geist deiner Liebe, damit wir ein Herz und eine Seele werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich wünsche Ihnen allen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und liebe Mitchristen, einen schönen Sonntag und eine gute Woche. Der Herr sei mit euch.
Der Segen uns, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.